Ich möchte auch gerne über einen Ali erzählen. Der Ali ist halt, wenn ich jetzt gestresst bin, dann benutze ich den, dann atme ich eben ein, lächle ein bisschen und denk nach und halt inne. Der funktioniert eigentlich sehr gut. Ich benutze ihn ja auch oft, wenn jetzt jemand hinter mir blöd redet und ich höre das halt, dann nehme ich einen Ali her. Oder wenn jetzt ein Streit ist und ich möchte halt nicht mehr mit da, dann gehe ich einfach weg und ignoriere die anderen, die sollen einfach weiter streiten. Also ich darf, wenn sich jetzt jemand schlecht fühlt, dann darf ich immer zu dem hingehen und dem helfen und mit dem man Ali macht. Und auch wenn jetzt ein Kind schlecht behandelt wird von anderen, dann darf ich dem auch helfen, hingehen und mit denen reden, mit dem auch einen Ali machen. Ich helfe sehr gern, ich bin sehr hilfsbereit. Ich helfe jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt jemand nirgendwo nicht auskennt, dann gehe ich zu dem hin, erkläre ihm das und dann kennen sie meistens aus. Dann sagt er mir Danke. Ja, eben hilfsbereit sein, das kann ich ganz gut. Reiten und Turnen kann ich eigentlich sehr gut. Ich kann schnell laufen. Ich kann gut tanzen. Bin beim Trachtenverein. Und der Tanz wird meistens zu der Zugin, also zu der Zierkugel. Und da ist ein Volkstanz. Tanzen. Und auch wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen außen noch spielen kann, oder wenn ich mit meiner Familie mal einen großen Ausflug mache, dann fahren wir mal in einen Kletterpark oder so. Und Klettern macht mir auch alles richtig viel Spaß, mit anderen zu klettern. Dann ich mit einem ausseil und er seilt mir. Das mag ich ganz gern. Ich bin gern in der Natur. Gern in der Natur. Ich bin außen im Trampolin, beim Turnen oder auch bei Tiere im Stall. Wir haben Kühe im Stall, wir haben noch eine Katze daheim und nebenbei bei uns ist also ein Dachs und ein Biber. Hier haben wir 23 und ein Katz. Also ich wohne bei so einer Allee nebenbei und da ist halt oft bei so einem Bach ein Biber auf dem Weg. Der knabbert immer die Bäume um. Da müssen wir immer was hinter, dass er nicht unsere Bäume umschmeißt. Beim Dachs ist so, den haben wir auf dem Feld. Der macht immer so riesige Löcher im Boden rein. Und dann einmal sind wir schon fast reingefahren. Dann waren wir innen gestecken geblieben.